Können Sie es erkennen? Sehen Sie, was das Bier hier so besonders macht? Schauen Sie ruhig genauer hin. Ich sag's Ihnen. Das Bier wird klimaneutral hergestellt. Und zwar hier in der Brauerei Herle in Leutkirch. Bereits in vierter Generation wird in diesen Räumen Bier gebraut. Die Ursprünge liegen eigentlich bei meinem Urgroßvater, Clemens Herle. Er hat die Brauerei hier in Leutkirch gegründet. Er hat das schöne Gebäude hier gebaut im Jahre 1896. Und ihm zu Ehren haben wir auch ein Gründerbier sozusagen vor vielen Jahren erstmals wieder eingebraut, das Clemens ohne Filter. Das ist ein etwas dunkleres, ein malzbetontes Bier, das in etwa so gebraut wird, wie es wohl mein Urgroßvater um die frühere Jahrhundertwende auch getan hat. Damals wie heute braucht es fürs Bierbrauen Energie. Vor allem das Sudhaus braucht viel davon. Fast 2/3 des Gesamtbedarfs wird zum Heizen der Kessel benötigt. Zweiter Großverbraucher ist die Flaschenreinigungsmaschine in der Abfüllung. Damit die Mehrwegflaschen vollkommen rein werden, braucht es heißes Wasser und auch dafür wird wiederum Energie benötigt. 120.000 Liter Heizöl verbrauchte die Brauerei Jahr für Jahr, so viel wie 80 Einfamilienhäuser. Bis 2008. Denn anstatt die alte Ölheizung zu erneuern, entschied sich Herle damals für regenerative Energien. Konkret für Holzhackschnitzel. Weshalb Holz? Einfach deshalb, weil bei uns hier in Oberschwaben im Allgäu natürlich sehr viel Holz in den Wäldern wächst und deshalb liegt es nahe, auch diesen Rohstoff zu nutzen. Es liegt auch deshalb nahe, weil die Landwirte, die an uns das Holz liefern, hier natürlich eine zusätzliche Wertschöpfung erzielen. Das heißt, die Wertschöpfung, ca. 40.000 Euro im Jahr, bleiben hier und die geht nicht nach Saudi-Arabien, nach Libyen oder nach Norwegen, wo das Öl herkommt. Wir haben hier tatsächlich eine echte regionale Allgäuer Wertschöpfung. Doch damit nicht genug. Für die Kühlung des Bieres benötigt der mittelständische Betrieb Strom. Das noch unfertige Bier wird zunächst auf 4 Grad runtergekühlt und dann eine Woche gelagert, bevor es in die Gärtanks kommt. Dort gärt das Bier mindestens 5 Wochen bei 0 Grad und wird immer wieder kontrolliert. Der Strom für die Kühlung kommt unter anderem direkt vom Firmengelände. Wir haben auf unseren Gebäuden insgesamt 3 größere Photovoltaikanlagen und machen damit 12% des eigenen Strombedarfs. Und was dann noch fehlt, das kaufen wir als Ökostrom zu. Das ist Strom aus Wind, Strom aus Biomasse und Strom aus Wasserkraft, sodass wir also auch in dem Bereich 100% regenerativ sind. Das heißt, wir arbeiten auch hier im Strombereich nur mit regenerativen Energien. Die Brauerei Herle spart durch diese umfangreichen Maßnahmen jährlich 900 Tonnen Kohlendioxid ein und kann von sich sagen, dass sie zu 100% klimaneutral produziert. Mit zahlreichen Preisen wurde dieses Engagement bereits ausgezeichnet. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum man bei Herle auf regenerative Energien setzt. Ein Vorbild für andere Unternehmen will die Brauerei sein, selbst wenn das ein bisschen mehr kostet. Da gehört ein Schuss Überzeugung dazu, dass man auf Atomstrom und Kohlestrom verzichtet. Uns ist es das wert. Wir geben ungefähr 5% mehr aus für unseren Ökostrom wie für normalen, konventionellen Strom. Im Bereich der Holzhackschnitzel sieht die Situation etwas anders aus. Die sind erheblich billiger wie das Heizöl. Allerdings sind Investitionen in die Heizanlage natürlich viel, viel höher, wie wenn ich jetzt einen einfachen Ölbrenner installiert hätte. Aber die Investition hat sich gelohnt, denn die Wärme der Holzhackschnitzelanlage wird nicht nur für die Produktion benutzt, sie beheizt auch 6 benachbarte Häuser, unter anderem den Brauereigasthof Mohren. Das Bier dort lässt sich so mit gutem Gewissen genießen. Zum einen wurde es klimaneutral gebraut, zum anderen schmeckt es auch.